Ja, grüß dich. Heute geht es um Nackenschmerzen, Nackenprobleme. Ja, und vor allem möchte ich quasi ja, dir eine Übung zeigen, die du nicht machen solltest. Erkläre dir auch, warum du sie nicht machen solltest. Und möchte dir den direkten Vergleich bieten. Also sprich, wie fühlt sich die eine Übung an und wie fühlt sich meine Übung an, die Faszienstruktur berücksichtigt. Okay, ich bin der Tobias von deinefaszien.de. Ja, da geht's direkt los. Wenn du Nackenprobleme und Nackenschmerzen hast, dann hast du bestimmt schon mal diese Übung hier gezeigt bekommen. Das heißt, man nimmt den Kopf zur Seite und drückt ihn hier mit der einen Hand quasi zur Seite rum, sodass hier ein Zug entsteht, quasi auf deinen Nacken. Ja, und im besten Fall schiebst du hier die Hand noch runter. Ja, und das halt mit beiden Seiten. So, jetzt das Problem, was ich darin sehe, ist erstmal folgender. Wenn du Nackenschmerzen hast, woher weißt du, wie viel Zug du hier auf deinen Kopf geben kannst, ohne dir eventuell zu schaden? Warum? Was meine ich damit genau? Deine Bandscheiben hier im Halswirbelsäulenbereich und deine Wirbelkörper, die sind natürlich nicht groß, ja, die sind eher kleiner im Vergleich zum Lendenwirbelsäulenbereich. So, wenn du jetzt verspannt bist und Nackenschmerzen hast, entsteht da schon eine Fehlbelastung drauf. Und dann kann es passieren, dass du, wenn du den Kopf jetzt hier zur Seite drückst, dass du dich da eher verletzt, dass das Gewebe sich danach sogar noch mehr zusammenzieht. Warum? Weil das keine aktive Bewegung ist. Du drückst deinen Kopf passiv in die Richtung, ja, sodass hier ein Zug entsteht. Das ist der erste Punkt, warum ich sie dir nicht empfehle. Der zweite Punkt, wir haben hier im Halsbereich, was läuft da alles lang? Da laufen Blutgefäße lang, die das Gehirn versorgen mit Sauerstoff, mit Blut. Ja, und natürlich auch Nerven. Ja, und das Rückenmark natürlich auch noch. Ja, und wenn du jetzt den Kopf zur Seite quasi hier abknickst, ja, du knickst ihn ja hier richtig ein, was entsteht in deinem Blutgefäß? Stell dir so einen Gartenschlauch vor, den du quasi einen Knick reinmachst. Läuft da das Wasser noch weiter lang? Nein, nicht wirklich. Ja, das Wasser wird gestoppt. Und das kann halt dann auch bei dieser Übung passieren, ja, dass du ein Blutgefäß abklemmst und dir so ein bisschen schrumpelig wird. Ja. Und das ist natürlich auch nicht so vom Vorteil. Aus diesem Grund würde ich dir die Übung auf jeden Fall nicht empfehlen und ich zeige sie auch keinem. Ich habe sie noch nie wirklich jemand gezeigt, natürlich in meinen Anfängen, wo ich noch nicht so erfahren war als Personal Trainer, als Fitness Coach, habe ich die auch schon mal des einen oder anderen, ja, die Übung gezeigt, weil sie mir am Anfang auch immer erklärt worden ist. Aber jetzt mit meiner Erfahrung weiß ich, nein, das ist nicht gut. Vor allem die Übung, ja, macht auch nicht wirklich einen großen Unterschied. Ja, wenn du Nackenschmerzen hast und dann machst du diese Übung hier, ja, fühlt sich mal kurz besser an. Aber richtig nachhaltig ist das nicht. Und weißt du auch, warum es nicht nachhaltig ist? Weil du nur diesen Muskelverlauf hier berücksichtigst. Ich sage ein paar Trapezius, ja, der wird hier lang gemacht und dann noch ein paar andere Muskeln, die natürlich damit langlaufen. Und dementsprechend, ja, ist das Hauptthema, du ziehst nur den Muskel einmal lang. So, aber die Faszien, das weißt du, wenn du mich ja schon länger verfolgst, umhüllt ja den Muskel. Und sie geht nicht nur hier lang, die geht sogar hier bis in den Finger rein. Und dann haben wir eine Faszienstruktur, die von den einen Finger bis zu den anderen Finger auf der anderen Seite zieht. Ja? Und das solltest du bei Übungen berücksichtigen, insbesondere wenn du den Nacken ja beweglicher machen möchtest, den Druck von deinem Nacken wegnehmen möchtest. Ja? Und deswegen ist diese Übung hier überhaupt nicht gut. Zwar, du hast jetzt hier einen Zug von hier bis jetzt hier. Ja, aber den Zug kann man noch erweitern, indem man zum Beispiel eine Hand noch nach oben nimmt oder noch andere Übungen macht. Ja. So, das ist quasi, ja, meine Meinung dazu. Also mach bitte diese Übung nicht. Schreib gerne mal einen Kommentar, ob du die Übung vielleicht schon mal gemacht hast und vor allem, wie es dir dabei geht. Ja. Und dann schreib einen Kommentar, die Übung, die ich jetzt gleich zeigen werde. Die ist wirklich der Hammer und die macht auch so voll den Unterschied. Und bei dieser Übung hast du diese Problematik, die ich gerade erklärt habe, überhaupt nicht. Ja? So, aber wir machen ja jetzt erstmal auch den Vorher-Nachher-Vergleich. Ja? Wir machen jetzt einmal kurz die eine Übung, wie es Experten erklären. Ja?
viele Experten, auch bekannte Experten, habe ich jetzt neulich wieder im Internet gesehen, da hat dann ein Experte diese Übung ja als Wunderwaffe bezeichnet, als Wunderwaffe gegen Nackenschmerzen. Da frage ich mich auch, wieso Wunderwaffe, ey? Das, also, wie gesagt, das ist meine Meinung, finde ich überhaupt nicht gut, ja, weil A, wie gesagt, du hier nicht genau festlegen kannst, wie viel Druck du hier geben kannst, ja. Und wenn du die Hand weglässt, knickst du deinen Kopf immer noch zur Seite hier ein, ja. Denk an den Gartenschlauch. Das ist halt nicht so optimal. Okay, und wie gesagt, die Faszienstruktur, ich blende jetzt mal kurz ein Bild neben mir ein. Da habe ich jetzt so ganz viele bunte Linien gemalt, damit du einfach mal siehst, was da alles so lang läuft an Faszienstruktur, ja, wie so der Faszienverlauf ist. Und ja, und den kriegst du mit dieser Übung nicht wirklich so 100% rein. Ja, da muss man sich aber immer die Frage stellen, warum kommt es denn überhaupt zu Nackenschmerzen? Warum tut das hier denn alles weh? Ja, und da ist unser Alltag dran schuld. Unser Alltag, was machen wir dann tagtäglich nur? Ja, im Handy, ja, wir nehmen das Handy und ja, gucken da die ganze Zeit drauf. Und jetzt schauen wir hier auf meinen Kopf. Was macht der? Der geht nach vorne. Ja, so, und so ein Kopf wiegt zwischen 5 und 6 Kilo, glaube ich, beim erwachsenen Mensch. So, und jetzt musst du dir vorstellen, was das für deine Bandscheiben heißt. Ja, und was macht der Körper zum Schutz? Er zieht sich zusammen. Ja, und das führt dazu, dass das Gewebe schön fest wird und die Bandscheibe immer weiter in die eine Richtung belastet wird. Ja, und der Nachteil daraus, es wird alles fester und fester. Und somit werden die Probleme immer schlimmer. Das kann halt bis zu Kopfschmerzen führen, ja, und auch hier Probleme mit dem Kiefer herbeirufen, auch andersrum. Kieferprobleme können auch Nackenschmerzen herbeiführen. Ja, das ist aber ein anderes Thema, möchte ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Ja, wenn du zum Nackenthema noch Fragen hast, ja, ich habe es jetzt versucht einfach zu erklären, schreib einen Kommentar hier rein, kontaktiere mich. Ich helfe gerne weiter. So, und jetzt möchte ich aber dir den direkten Vergleich machen. Mach bitte direkt mit. Und jetzt machen wir erst die Übung, die von den Experten immer als Wunderwaffe bezeichnet wird. Und zwar, da musst du auch mindestens 30 Sekunden halten, weil es eine Dehnübung ist und damit dieser Reflex nicht ausgelöst wird. Und diese Übung primär die Muskeln betrachtet, und nicht das Fastensystem. Also fangen wir einfach mal an. Ich habe jetzt, aber kein Sekundenzeiger. Ich mache jetzt einfach mal so gefühlte 30 Sekunden. Also nagel mich jetzt bitte nicht fest, wenn das jetzt keine exakten 30 Sekunden sind. So gefühlt. Ja? Fangen wir an. Also wir ziehen einmal die Schulter hier nach unten und nehmen den Kopf zur Seite und ziehen den Kopf hier zur Seite. Und wenn ich das jetzt schon mache, muss ich ehrlich sagen, also ich fühle mich dabei nicht so richtig wohl. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst einfach mal einen Kommentar dazu quasi hinterlassen. Schreib einfach mal rein, wie du dich mit dieser Übung fühlst, ob du dich da wirklich wohl mit fühlst. Ja, ich merke jetzt hier den Zug, ja, alles gut. Aber ich merke auch im Kopf, ich merke hier, dass ich es abknicke. Ich finde die Übung, wie gesagt, überhaupt nicht gut, weil es viel, viel bessere Übungen gibt. Aber Übungen, die keiner kennt. Kommen wir gleich zu. Also ich habe die noch bei keinem gesehen. Und ich habe die schon, die Übung, die jetzt gleich kommt, schon vielen, vielen Menschen gezeigt. Und die haben mir die Rückmeldung, Tobias, danke für die Übung. Ich merke da wirklich, mein Nacken wird sofort befreiter. Immer schön atmen dabei. Wenn der Zug nachlässt, kannst du hier nochmal nachziehen. Okay. Ja, und jetzt loslassen. Und beim Loslassen merke ich, diese Seite, wo der Kopf abgeknickt war, ja, fühlt sich ein bisschen fester jetzt sogar an. Ja, jetzt mal die andere Seite. Runterziehen. Also die Seite geht jetzt bei mir ein bisschen besser. Aber trotzdem wieder, wenn ich hier drücke, es fühlt sich nicht wirklich gut im Nacken an. Also das ist das, was ich so feststelle. Ja, wie gesagt, weil ich mache die Übung überhaupt nicht mehr. Genau. Und wie gesagt, mindestens wieder 30 Sekunden halten. Mach einfach die Übung so lange auch, wie ich sie mache. Ja.
Okay. So. Also, wenn ich jetzt mal meinen Nacken reinfülle mit dieser Übung, eine Entspannung merke ich nicht wirklich. Also im Gegenteil, ich merke es richtig, das fühlt sich irgendwie sogar fester an als eben. Ja? Das ist halt der Grund, warum ich die Übung überhaupt nicht gut finde. Und jetzt kommt meine Übung, die die Faszienstruktur berücksichtigt. Ja? Also, und vor allem, ja, die den Nacken komplett beweglicher macht. Wichtig dabei, dein Kinn muss immer gerade bleiben. Weil ich habe ja gerade erklärt, ne, dieses Einknicken ist nicht so optimal. Das mache ich auch gar nicht. Das muss man auch nicht machen, um den Nacken lockerer zu machen. Also folgendermaßen, du nimmst einmal die Arme nach unten, streckst sie richtig runter und drehst dabei hier den Daumen nach außen, dass da so ein richtiger Zug entsteht. Ja? Ich kann hier nochmal neben mir das, also mich einblenden mit den Linien, damit du siehst, warum. Ja? Und die Arme hier richtig strecken, damit da einen richtigen Zug drauf ist und die Schulter nach unten gezogen wird. Jetzt, wie gesagt, das Kinn gerade halten und jetzt den Kopf nach vorne und nach hinten schieben. Auf einer Ebene. Ja? So fängst du an. Das wird erstmal, wenn du einen verspannten Nacken hast, nicht so gut gehen. Es kann nur sein, dass du so eine kleine Bewegung machen kannst. Ja? Dann machst du einfach nur. Und wenn du die Übung regelmäßig machst, wird die Bewegung immer größer werden. Ja? Wichtig, mach das langsam, nicht so schnell, nach vorne, nach hinten. Und jetzt gehst du Stück für Stück zur Seite. Aber achte darauf, dass das Kinn auf einer Linie bleibt, dass es nicht verkannt ist. Ja? Schön gerade halten, jetzt zur Seite, so weit rum wie du kommst. Da merke ich jetzt auch hier den Zug. Dann wippst du da zwei, dreimal rein und jetzt gehst du wieder in die andere Richtung. Und ja, also schreib mir auch mal jetzt hier deine Erfahrung, Kommentar. Also ich bitte dich darum, mach das bitte mal, weil mich das wirklich mal interessiert, wie du diese Übung findest, gerade diese hier. Und im Vergleich vor allem zu der Übung, ja, die ich als erstes gezeigt habe, wo ich gesagt habe, die auf keinen Fall machen. Genau. So, und diese Übung musst du noch nicht mal 30 Sekunden machen. Das reicht, wenn du so zwei, drei Mal machst. Du kannst ja 30 Sekunden machen, kannst du auch eine Minute machen. So, jetzt merke ich, also kein Vergleich zu dieser Übung hier. Also mein Nacken ist sofort lockerer. Also ich merke sofort Entspannung da drin. Ja? Und noch einen kleinen Tipp, was du noch machen kannst. Ja? Das sieht aber echt blöd aus. Folgendermaßen, also wir sind ja hier unter uns. Ja? Also wenn du diese Übung machst, kannst du noch, damit dein Kiefer auch einfach hier das ein bisschen lockerer wird und die Verspannung hier auch genommen wird, weil wie gesagt, ich es ja eben auch erklärt habe, Nackenverspannungen können auch vom Kiefer kommen. Dass du einfach den Kiefer nach vorne schiebst. Und dann merkst du richtig, dass es hier knackst und ja. Und dann merkst du richtig hier, dass es da richtig knirscht und alles. Ja. Wenn du Nackenschmerzen hast, empfehle ich dir, diese Übung täglich zu machen. Nicht nur irgendwie zwei, dreimal in der Woche, nein, täglich diese Übung. Es gibt noch viele andere tolle Übungen, aber diese Übung ist eine sehr gute Übung. Und ja, die wird es viel, viel schneller besser gehen. Ja, und jetzt mal wirklich die Frage an dich, wie fühlst du dich jetzt und wie hast du dich vorher gefühlt? Und jetzt musst du bedenken, wir haben ja vorher eigentlich schon mit dieser Übung, sollte ja eine Lockerungsübung sein, haben wir auch schon gelockert. Und trotzdem merkst du bei meiner Übung nochmal einen Unterschied. Und daran siehst du einfach, wie effektiv meine Variante ist, ja, wenn man die Faszienstruktur berücksichtigt. Deswegen empfehle ich dir, diese Übung zu machen. Und die andere vergiss sie einfach wieder. Ja. Auch wenn Experten sagen, mach die Übung, meiner Meinung nach beschäftigen sich diese Experten nicht wirklich so richtig damit. Ja. Sie haben ja irgendwo, sie gucken sich die Muskeln an, Ansatz, Ursprung, wissen so, okay, das auseinanderziehen und alles gut und schön. Ja, aber man muss ja immer auch schauen, ja, wie man sich dabei fühlt. Und wie gesagt, die Erfahrung, die ich habe, ist, dass bei dieser Übung man sich überhaupt nicht gut fühlt. Ja,
und vor allem ich mich schon nicht gut fühle und ich habe jetzt nicht so Nackenprobleme. Nur manchmal, wenn ich jetzt abends im Studio gearbeitet habe, da haben wir so eine Lüftungsanlage, da kommt mir immer ein bisschen kalte Luft auf den Nacken. Da merke ich das schon manchmal ein bisschen. Aber ansonsten habe ich überhaupt keine Nackenprobleme. Und wenn man jetzt einen verspannten Nacken hat und dann diese Übung macht, sorry, aber das wird in meinen Augen sogar schlimmer. Deswegen nicht machen. Dann noch eine andere Geschichte. Brauchst du Tools, um deinen Nacken zu lockern, wie so ein Faszienball oder Tennisball oder sonst irgendwas? Nein, brauchst du auch nicht. Und jeder, der sagt, brauchst du, nein, der lügt, der will was verkaufen. Du brauchst gar nichts. Du brauchst einfach nur dich und deinen Körper und du musst ihn einfach bewegen, ja, und deine Faszien geschmeidiger machen und lockerer machen. Und dann wird es dir sofort besser, wie du jetzt auch mit dieser Übung ja gemerkt hast, ja. Und ja, wenn du jetzt sagst, okay, Tobias, die Übung hat mir richtig gut gefallen, ich möchte nicht nur eine Übung für meinen Nacken haben, dann habe ich was für dich. Ich habe ein Nackenprogramm entwickelt. Das dauert, das sind so 5, ja, eigentlich sind 7 Übungen, weil die letzte Übung gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ja, und wenn du die Übung machst, brauchst du so 10 Minuten. Ja, so, und das kannst du so 1 bis 2 Mal in der Woche machen. Und aus diesem Programm gibt es eine Übung, die richtig top ist und die würde ich dir dann täglich empfehlen. Welches es ist, kannst du mich gerne kontaktieren. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, jetzt preist er so ein teures Programm an. Ja, kann ich mir vielleicht, ja, habe ich jetzt im Moment kein Geld dafür. Nein, ich möchte wirklich den Menschen helfen, schmerzfrei zu werden. Und deswegen biete ich dir dieses Programm für die ersten 1000 Menschen, die sich dieses Programm holen, für 7,77 Euro an. Ja, du hast richtig gehört, 7,77 Euro. Und das Programm ist für immer deins. Also keine monatliche Zahlung. Du zahlst einmal die 7,77 Euro. Ladest du das Programm komplett herunter und kannst es dir auf dein Handy draufziehen, auf dein Tablet, auf deinen Fernseher, auf einen USB-Stick, was auch immer. Und dann kannst du dieses Programm immer und überall machen. Und glaub mir, dieses Programm macht den Unterschied. Es gibt noch viel, viel andere Übungen, die du auch mit Sicherheit nicht kennst. Ich habe sie selber entwickelt. Ich richte mich nach der Faszienstruktur. Und ja, wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Ansonsten mache ich jetzt hier den Link mal rein, wo du dieses Programm für die sagenhafte 7,77 Euro bekommst. Okay, also nicht lange überlegen, weil 7,77 Euro ist gut investiertes Geld. Vor allem, du wirst sofort den Unterschied machen und du wirst deinen Nacken endlich frei bekommen. Ja, du wirst ihn wirklich frei bekommen. Du wirst sofort den Unterschied merken und spüren. Und das nicht erst nach 3, 4 Wochen. Du merkst es direkt, wenn du die Übung gemacht hast. Ja, okay, das war's dann für heute. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du einfach mal deine Erfahrung hier kommentierst, wie du dich mit den beiden Übungen gefühlt hast, ja, ob du dann bei meiner Variante nochmal einen Unterschied gemerkt hast, so wie ich es ja gerade erklärt habe. Und einen Daumen hoch machen würde mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen. Und wenn du es noch nicht getan hast, hier auf Gefällt mir drücken, auf deine Faszien Gefällt mir drücken, beziehungsweise den Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann freue ich mich im nächsten Video. Dein Tobias.